Ein paar Informationen zum Trafo und die Herleitung der Trafo-Gesetze. Zunächst mal Anwendung. Wozu braucht man das überhaupt? So ein Trafo. Also, jeder kennt ihn vielleicht. Also, abstrakt gesprochen, Umsetzung. Zwischen zwei Spannungsniveaus. Zum Beispiel die 230 Volt, die wir an der Steckdose anlegen haben, auf die 12 Volt, da ist Halogen, Leuchtmittels. Oder auf 24 Volt für irgendwas, oder 5 Volt für irgendwas, oder auch meinetwegen 3,3 Volt oder noch weniger für einen Mikroprozessor. Aber nicht nur da braucht man das natürlich, sondern auch, wenn wir mal uns die Hochspannungsleitungen anschauen, die draußen an vielen Stellen rumhängen, dann brauchen wir natürlich irgendwas, was von 400 kV auf 110 kV umsetzt, auf meinetwegen 10 kV, um dann bei 400 Volt anzukommen, oder natürlich auch was irgendwie von 600 Volt oder irgendwo anders eine Generatorspannung, die ja noch nicht bei 400 kV ist, hochsetzt. Naja, dafür wird es gebraucht. So, und das Ganze möchte man sicher machen, das heißt, man möchte nicht irgendwie die 230 Volt direkt mit der 400 kV verbunden haben, dass wenn irgendetwas passiert, auch noch irgendjemand dabei zu Schaden kommt. So, das ist allerdings nur ein positiver Nebeneffekt. Der Hauptgrund ist tatsächlich diese Umsetzung hier zwischen Spannungsniveaus. Und dieses Gerät hier, der Trafo, ist eigentlich das Killergerät, das überhaupt die Wechselspannungsversorgung, die wir heute haben, möglich gemacht hat. Und auch das zentrale Netz, das wir heute haben, mit großen Verteilnetzen überhaupt möglich gemacht hat. Ohne das, ohne diese Umspannung, wäre unsere heutige Stromwelt nicht denkbar gewesen. So, wie ist der aufgebaut? Dann hat ihr so einen Eisenkern. So. Der kann auch tatsächlich aus Eisen sein. Und da wickelt man einfach nur Kupferdraht drauf. Dann schickt man hier einen Strom I1 rein, versorgt den meinetwegen mit einer Spannung U1 und hat hier N1 Windungen auf der Wicklung. Und auf der anderen Seite, da hat man vielleicht weniger, nicht ganz so wenig wie ich hier gezeichnet habe, aber weniger. Und es kommt ein Strom I2 raus, den man irgendwie auf eine Impedanz Z2 schickt. Da hat man eine Spannung U2 und auf dieser Wicklung hat man N2 Windungen. Und man spricht hier auf dieser Seite von der Primärseite, das ist aber nur eine Bezeichnung, und auf dieser Seite von der Sekundärseite. Ja, was passiert jetzt? Dadurch, dass wir hier eine ändernde Spannung haben, und überhaupt ein Strom fließt, wird ein magnetischer Fluss hier angeregt. Und der wird in dem Eisen geführt. Dafür ist das Eisen auch da. Das hat ja ein hohes μ, wer damit schon was anfangen kann. Das heißt, der magnetische Fluss hier Phi, magnetischer Fluss, der von der einen Spule hier erzeugt wird, der geht auch durch die andere Spule durch, möglichst zu 100%. Das heißt, wenn wir uns diesen magnetischen Fluss hier betrachten, dann ist ja U1 gleich N1 mal die Änderung des magnetischen Flusses. Ein bisschen blöd aufgeschrieben, weil man könnte jetzt ja meinen, wo wollte den Fluss hier bestimmen, aber eigentlich interessiert uns der ja gar nicht. Und U2 ist gleich N2 mal eben genau die Änderung des Flusses. Dass der jetzt zufällig von N1 kommt, also müssten wir es eigentlich hier umschreiben, tun wir aber nicht. Wir bringen das Ganze einfach mal ins Verhältnis und dann fällt er nämlich auch schon wieder raus. Ich habe gesagt, wer interessiert uns nicht dafür. Dann steht der U2
gleich N1 und N2 und das wird auch der Übertragungsfaktor Ü genannt. Damit haben wir schon das erste Trafo-Gesetz hergeleitet, nämlich die Spannungstransformation. So, nun haben wir natürlich auf der einen Seite eine Leistung P1, die da reingeht, und auf der anderen Seite eine Leistung P2, die da wieder rauskommt. So, da wir nichts haben, was hier irgendwelche Leistungen erzeugen kann, müssen die beiden ja gleich sein. Also P1 gleich P2. Das ist natürlich nichts weiter als U1 mal I1. Ich weiß, man könnte hier auch über die Scheinleistung argumentieren und so. Ich verkürze es einfach und sage, das sind einfach nur reelle Dinge. Und wir bleiben dabei und gehe auch davon aus, dass das alles Effektivwerte sind und ich kein ein halb einstreuen muss. Und auf der anderen Seite ist dasselbe ausgedrückt natürlich U2 mal I2. Wenn ich das ins Verhältnis setze und auflöse nach I1 zu I2, I1 zu I2 ist gleich U2 zu U1, also genau umgekehrt, gleich N2 zu N1 gleich 1 durch Ü. Also die Ströme transformieren sich genau andersrum. Schauen wir uns noch die Widerstände an. Also eigentlich ist hier die Frage, wenn wir einen Widerstand auf der Sekundärseite haben, was würden wir hier messen, wenn wir U1 durch U2 bestimmen? Nun, ich fange trotzdem mal anders an und sage mal, ich kenne mein Z2. Und das ist gleich U2 durch I2. Und das kann ich jetzt ja ausdrücken. Das ist nämlich hier, ich löse das hier auf, dann steht hier N2 zu N1 mal U1, also U1 mal N2 zu N1 durch. Und dasselbe mache ich hier noch. Dann steht hier nämlich I1. I2 ist gleich mal N1 durch N2 und das lasse ich ineinander überrutschen. Dann haben wir hier ZU1 durch I1 mal N2 Quadrat 2 durch N1 zum Quadrat und das ist natürlich U1 zu I1 mal 1 durch Ü². So, wenn ich jetzt anfange und sage, ich habe ein Z1 und das ist U1 durch U2, dann ist das gleich Ü². So ist es. U1 durch I1 mal Ü² mal Z2. Und das ist das dritte Gesetz. Hier. Mit denen nämlich die Widerstände transformiert werden.